Moin meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren iRacing React. Wir gucken uns heute mal Clips aus dem März an und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los und schauen einfach mal hier rein in die Episode 46. Let's go! Oh mein Gott! Der da zu früh runtergeschaltet? Okay, Moment. Hat er da zu früh runtergeschaltet? Oh mein. Er hat runtergeschaltet, statt hochzuschalten. Ach, ja, er ist in den zweiten. Okay, gut. Er ist in den zweiten gegangen. Oh mein Gott. Hey, immerhin freut sie. Okay, Lautstärke passt, glaube ich. Uh-oh. Formel 3? Uh-oh. This is bad. Whoa! Shit! Warte mal. Whoa! Shit! Ist das nicht ein Skippy? War das Week 13 oder ist das irgendwas anderes? Oder also halt privates Rennen. Ah, rechts unten sehen wir uns auch. Tatsächlich ein Multiclass-Rennen. Da ist auch ein Skippy dabei, krass. It. I'm alive. Formel Multiclass finde ich nett. Bravo, prázdno. Na pravo, čisto vpravo. Na pravo, nikdo vpravo. Do prdele. Ja, ich muss jetzt das Projekt lassen. Chuj. Ja, er sagt wahrscheinlich, dass ich übersetze gerade mal. Es ist halt super ärgerlich, du kannst halt 3-4 Sachen ausweichen und am Ende des Tages hast du vor dir immer noch irgendjemanden und dann... Ja, und es ist vor allem 3-Stunden-Rennen, also ärgerlich. An der Stelle wieder, ich weiß, da werden jetzt einige das wieder missverstehen. Ich bin fein mit den langen Reparaturzeiten, aber wenn du, sagen wir mal, eine Stunde oder so bei einem 24-Stunden-Rennen wartest, sein Auto repariert ist, dann würde ich schon im Vorhinein zumindest gerne wissen, ob das Auto dann repariert sein wird, vollständig oder nicht. Also vermutlich nicht, nach so einer langen Reparaturzeit. Aber wenn du dann immer noch mit angeknackster Achse weiterfahren musst, sagen wir nach einer Stunde oder beim Start direkt passiert dir das, will man halt ungerne 22, 23 Stunden mit angeknackster Achse weiterfahren. Aber hey! Oh Mann. We boom, guys. Sind das irgendwelche Soundeffekte bei Dingsbums? Why are we making it the parking lot? Put the nose on him and kill him! Einer aus Denzels Team, by the way. Ich glaube, ich weiß ganz genau, warum hier so ein Stau entsteht. Je später der Führende losfährt beim Start, desto weniger Zeit haben die Hinterherfahrenden, um im Windschatten ranzukommen und zu überholen. Ist ja klar. Je später du losfährst ganz vorne, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand überholen kann. Und was ihr gerade nicht sehen könnt, wir sehen links oben Frederik Rasmussen. Wahrscheinlich hat der da ein bisschen taktiert, was natürlich dazu führt, dass hier hinten totales Chaos ausbricht. Also hat auch einen faden Beigeschmack, aber seid clever. We're almost there. We're almost there, oh Gott. Everybody is huddled up together in the middle, I don't know why. At least. Somebody go. Ich hab's ja gerade erklärt, ihr müsst nicht sagen, dass ihr nicht versteht warum, ne? Oh. Oh. What the fuck? This well, I think I have a meatball. My car is... Aber wenn man jetzt da unten schaut, warte mal. Clement Wagen. Sorry, Herr Wengen, dass ich deinen Namen so falsch ausspreche. Rasmussen ist an der Box. Das war also gar nicht Rasmussen, sondern irgendjemand anderes. Okay. Well, okay. I think I have a meatball. My car is fucked. Ja, sieht da noch okay aus.
Oh, der Cayman. Wie bitte? What? Warum ist die Radaufhängung kaputt gegangen? Well, Cal would have been fucked anyways, but... Ja gut, da war eine Bodenwelle, aber... Das muss das Boot ab... können, Herr... What? That's weird. Okay. I mean, thanks for the insight in the... in the suspension, but... yeah. Come on, Peter. Nicely done. Oh, Sebring! Ah, machst du nix. I'm sure I remember. Passiert. Uh-oh. Oh, whoa, whoa! Warte mal, hat die Wurstcups normal passiert, oder? Uh-oh. Oder ist das Heck auf... Oh, whoa, whoa! Alter, das mit dem Direct Drive Wheel. Das mit dem Direct Drive Wheel und, boah. Viel Spaß mit den Armprothesen. Warum passiert's nicht? Also jetzt. Okay, ja. Oh, Helicopter! What? Was ist da bitte los? Geile Musik genießen, jetzt nochmal in Slow-Mo. Das war ja nicht mal ein Wurstkörb, der den außer Gefecht gesetzt hat. Das war einer der Körbs danach. Das war ein normaler Körb. Das war ein normaler Körb. Oh, schon wieder Cayman. Was ist da denn bitte los? What? Oh, was in deiner Welt? Warte mal. Ey, ich muss euch irgendwann mal meinen absoluten Lieblingsclip von Forza Motorsport 3 zeigen. Das ist... Aber das... Oh Gott, das kommt sehr nah dran. Das, vielleicht ist es sogar... Oh Gott, ich mag so crazy über Legs kommen. Das ist so lustig und anzuschauen. Here comes Canada Dry. Oh mein Gott. Okay, um es nochmal richtig zu verstehen. Bottom Split waren so ein paar Jungs, die sich mit Absicht treffen und blöd gegeneinander fahren, oder? Oh. He did that on purpose! What was that? He did that on purpose. You got a toy car on the right. Is this a Formula 1 Auto? Car stopped on the right. That car is left down. Ich finde den Sound ein bisschen komisch. Er klingt tief und dumpf. Stopped on the right. That car is left down. Und die fahren in Tsukuba Circuit mit dem Formel 1 Auto. You got a toy car on the right. Also den Williams. That car is left down. Das war ein Mazda. Radical? Okay, das ist wahrscheinlich Week 13, oder? Das sind diese komischen Rennen, von denen mir Markus immer erzählt. Car on your left, keep to the right, clear on the left. Car right. Still there. Clear. Geh an die Malala de Final, Chaval! There's the flag. Wer war da als erstes über der Linie? Er ist P. Lopez, oder? Still there. Clear. Geh an die Malala de Final! Bei der Facecam ist wahrscheinlich drüber, er hat's geschafft. Er ist vorbei an dem blauen Formelwagen. Chaval! There's the flag, it's over. Krass. Good job, very good job. Krass. Still there. Hold your line. Okay, ja. Right? Oh Gott, da brauchst du halt wirklich göttliche Reaktionen, ey. RIP. Ja, RIP. Leider. Wie ist der denn da abgeflogen? Oh, da ist schon im Voraus. Eieiei. RIP. Was ist denn da alles? Ach, da kam einer von diesen tiefen Prototypen angeschossen und oh mein Gott. Ja. Wahrscheinlich hat der eine sich nach außen tragen lassen, der andere kam da schon außen angeschossen. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ist der gerade auf die andere Seite geflogen? Okay, der fliegt auch echt lang. Okay, aber er ist auf die andere Seite geflogen. Wie ist die Strecke denn aufgebaut? Monster plus Oval oder wie? Oder fahren die einen auf dem Oval und die anderen fahren normal in Monster? Kann doch nur schief gehen. Keine Ahnung. Sagt mir gerne mal Bescheid in den Kommentaren. Weil, sie haben beide Strecken aufgezeichnet. Nibaldi. We've got approval. Wie bitte, was? Crew Chief just told me to send it. We've got approval. Das hab ich mir gedacht, weil Markus hat mir das auch mal erzählt, dass der Crew Chief das manchmal sagt. Perfect. Alter. Fuck yeah! Kann man mal machen. Okay. Go right. Ja gut, Classic Formel 3, nicht aufgepasst, ne? Gut, hat auch 1K-Rating, also... Ja. Okay. Kein Vorwurf, dass er da zu unvorsichtig ist. Ich kann euch eh empfehlen, selbst wenn ihr meint, dass ihr vorbeigehen könnt, es wird Leute geben, die ziehen euch irgendwie in die Fahrtrichtung, also die ziehen auf euch zu oder so. Bleibt möglichst fern. Thank you very much, Sleepy. Thank you very much, Sleepy. Hamilton! Did he halt in the safe box? Hamilton, das ist halt Hamilton. Aber. Der hat Mazda denn gerade süß. Dass das System in Aktion. Oh mein Gott. Alter. Wie am Lenkrad arbeitet. Guckt euch das mal an. Ich frage natürlich, ob das so muss, aber. No! Ah. Ehe, cuarto. Oh, qué pena el toque final, joder. Quinto igualmente. Hatte das gewonnen? Ehe, cuarto. No! Ehe, cuarto. Oh, qué pena el toque final, joder. Ja, quinto igualmente. Mal an den Ziel genommen. Me he ido largo al final, pero qué queréis que os diga, joder. Qué queréis que os diga. Ja, ich übersetze mal. Natürlich ist das ein ziemlich enges Duell am Ende gewesen und da gab's ein paar Rangeleien, aber im Endeffekt ist er sehr froh über dieses Finish. No me jodáis! Oh, der K-Man wieder. He's not making this. Oh, he did make it. Oh, no, he didn't. Und ein anderer K-Man. Give me some. Ow! Make it. Oh. Ah, hat er ein Direct Drive Wheel? Weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass er das Porsche Lenkrad hat. No, he didn't. Hey! Ja, das ist aber auch einfach fies, ne? Wenn du schon irgendwie divest oder innen bist von mir aus. He's not making. Ja, wobei er war schon weiter vorn, glaube ich. No, he didn't make it. Oh. Aber trotzdem. No, he didn't. Hey, come on! Give me some. Ow! Clear left. Left side. Okay. Okay. Still there. Okay. Clear left. Okay. It's fine. Schießt den jetzt ab? It almost broke my thumb. Oh, ja, okay, weiß man nicht. Easiest drivers in any field. Yo, boy! Here on sim speed. Big slide from Harris. But he manages to hold on to the position just. That is going to leave the door open to dance here at the exit of the chute. Up the inside he goes, and I feel like this should be pretty easy done. There's a limit, signed, is it sealed? Do you have a delivery address on this one? Is it yours? No, not for the moment. Side by side they continue. So let's return to sender, see if we can find another way to make the move. Down the inside again through the right-handers. But look at that from Rob Harris around the... Alter, wie viel fahren die denn bitte auf zwei Reifen? Aber ey, wunderschöner Zweikampf. Aus einem Fehler heraus ein so schöner Zweikampf entstanden und so schön durchgeführt outside von beiden. Using superior traction. Mega. Thank you. Okay, I'm reporting that. Ja, das würde ich dir auch empfehlen, Lars, weil... Mit was? Also ich habe ja schon vieles gesehen, aber das? Ich habe bei Sergio ehrlich gesagt nicht mit einer deutschen Stimme gerechnet, aber Sergio oder vielleicht irgendjemand anderes?
Ich versteh's auch nicht so recht. Vieles gesehen, aber das? Oh Gott, das ist vor allem so plump. Es ist so plump, einfach nur, wie er da reintrasselt. Oh. Alright. You're in the middle. Er hat's überlebt! Ich fieber immer mit den Leuten mit, denen man mitfährt. Es sei denn, es sind Leute, die halt sehr aggressiv sind und... Mann, am Anfang hatten wir doch auch einen Clip von ihm, oder? Vom Herrn Detili. Ach so, das war der sich so weggekickt hat, weil er eine Handschaltung hatte. Ja, gut. Ja gut, das passiert. Das war nicht so schön. Deswegen Abstand lassen, ihr Lieben. 48, 6, 8, 2, left side. Clear. Ja gut, das ist dann nicht passiert. Ich vermute, ich weiß, was er gedacht hat. Er hat gedacht, dass der grüne BMW rüberzieht und er nach innen kann. Hat er nicht gemacht. Und wenn du sowas machst, entweder liften, weil du kannst ja... So eine Attacke, das ist halt einfach... Weiß ich nicht. Ich sag mal, wenn du liftest und er zieht nach außen, kannst du später immer noch die Bremse lösen und dann reindiven. Wenn nicht, wenn er innen bleibt, dann hast du wenigstens den Puffer nach vorn. Ja, das ist so bananig gemacht, also keine Ahnung. Und dann sagen Leute, ja komm, wenn du aus dem Low Rating mal raus bist, dann geht das schon richtig. Ja, wieder der Cayman, ich wollte schon sagen, ich kenne den Raum nicht. Oh, one of your tires came flying off. Oh shit, the way you're right. What? You came back. Did it? What? What? You came back. Also Wolfgang, pass auf, er hat einen Reifen verloren und der ist wieder zurück. Did it? What, oh. The What the fuck was that? Okay. I'm a magician, baby. Didn't you know that? Okay, anscheinend habe ich es richtig verstanden. Alter, was ist mit den Cops los? Das ist Stairway to Heaven im Hintergrund gewesen. What the hell's going on with these curbs? Das war Stairway to Heaven im Hintergrund, oder? What the hell's going on with these curbs? Das erkenne ich sofort. Was? Ja, was ist mit den Cops los? Jeg kan godt se, hvad du mener med de der sidespejltrænder. Det ser fucking lidt under i bare. Ah, unlucky. Unlucky. Ich hatte mal ein Szenario, da ist einer quasi wie der eine weiße Cayman, ja, so gesehen, er sah so ein bisschen aus wie ein Geisterfahrer, der ist halt stehen geblieben. Das Ding ist halt nur, da war links von ihm eine fahrzeugbreite Platz und da konnte ich halt theoretisch durchfahren. Da ist auch davor ein AMG durchgefahren. Er hat sich nur gedacht, oh ja, ich lenke jetzt nach links und fahr mal rüber. Ist für uns beide nicht so gut ausgegangen. Für mich ein bisschen weniger gut als für ihn. Schade. Mein Report kam nicht durch, weil 3-4 Mal habe ich es versucht und versuchen sie später nochmal. Ja, klar. Schade. Schade, schade, schade. Deswegen immer stehen bleiben als stehendes. Oh, well, well, well. Hindernis seid ihr besser zu kalkulieren für andere. Okay, was passiert hier? Ach Gott, ey. Hey, this is my first race with him. Am I allowed to fangirl? Yeah. Yeah, I put down a 30. Dale, am I allowed to be a fangirl for like just my NIS Thursday would have gotten. Whatever you want to do, man. Saturday night. Either. Dale Earnhardt. Junior? War das nicht, war Dane Earnhardt nicht ein NASCAR-Fahrer, der, glaube ich, verstorben ist irgendwann? Oh. Jetzt verstehe ich auch das ganze Fangirl-Stuff. Wahrscheinlich, weil der prominent ist. Haha.
Ihr seht es gerade nicht, aber diese Tabelle irritiert mich. Jemand mit 900 Rating führt vor jemandem mit 3,2k Rating. Dahinter hat jemand 3,3k, 2,9k, 8,1k, 4,4, 7,0, 3,5, 1,0, 2,7, 7,1, 1,0, 2,4. Random. No, it's just the way the nose, it's just the way the nose and bumpers are. Oh. Here. Woohoo! Where are you? Look out for the pit speed limit. Er hat's geschafft! Oh. He's hey! What's he doing? Okay. Ja, die T-Poses. Ich hab, glaube ich, schon mal einen Clip gesehen, wo einer die T-Poses gezeigt hat. Das ist halt super weird. Float guard down low. Oh! Top down low. Oh, she did. Oh, she really did. Go high. Go high. Inside. Clear inside. Keep low. You're on the bottom. Three wide. Clear. Ja. Es ist halt oval, ne? Also. Oh, Mann! Go low. Go high. Go high. Alter. Er hat das meist aber überlebt. Palmer war auf 1. Johnny auf Palmer wahrscheinlich. Reckon. Reckon. More reckon. Whoa. Go high. Go high. All clear. Or you can blitz through me. In front of you on the bottom. Still there at your door. Clear. Alter! Where'd we get? Ninth! Fuck yeah! Was ist das denn? Der ist von 23... Ninth! ...auf 9! Alter! Zachary! In case you see this, huge respect for this. Holy moly. Fuck yeah. Definitely. Was ist das denn? Irgend Windows 95 oder sowas? Das sieht halt super weird aus. Oder ist es irgendein Twitch Overlay? Also, links oben ist auch so eine weirde Figur. I'm sliding. I'm still sliding. I'm still sliding. Alter, die bewegt auch den Mund. Wie creepy ist das denn bitte? Go, 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 go. Here we go, boys. Okay, alles klar. Oh mein Gott, was geht ab? Warum machen die das? War das ein... Gott, oh Gott. Jesus. Vor allem 143 Runden, 144 und... Das ist irgendein Insider. Bei Oval bin ich da raus, bei Insidern oder so. Alter, okay. What the... Okay, das war eine etwas koordiniertere Aktion scheinbar. Was ist da passiert? Madrecita, Madrecita, oh, 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 oh! Nice! Oh, oh! Nice! Mark got loose. Überlebt? Mark got loose getting down the th- Ach, ist das nicht der Typ, der gerade fangirlen wollte? Toi, 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 auch für dich. Here you go. Oh, Brandon! Hang on to her! That's cool. Oh, no, 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 no! Manche Reaktionen machen mir ein bisschen Angst. I see the smoke! Oh no! At this moment he knew. Aua. 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 Alter, wie viele. Wie viele. Oh Gott. Yep, fly through the air. This is not good. Egal. Hallo, ich fontan abo in die Karolegia wieder. Oh Gott. Alter, Leute. Streckt euch mal an, das ist ein Restart. Oh mein Gott. Ja. Oh Gott. Also, diese Haare muss ich geben. Ey, neuer Plan. Road to 5K Rating Oval. Einfach überleben, GG, 5K Rating.
Das ist sogar, da sind sogar Pro-Fahrer dabei. Das sind sogar welche mit 5K Rating und 6,8K sehe ich gerade. She's throwing you a book. Oh, was doch. Was, was? She's throwing you a book. Oh, sieg. Alter, wie die eine Zeit drüber zieht. Oh, son, nein, das ist klar. Halt. Okay, ist tatsächlich ein Deutscher. Oder deutschsprachig zumindest. Never lift, jawohl. Never lift. Uns funktioniert. Sag ich doch. Überleben, 5K Rating erreichen. Er hat 77 plus. Gratulation, Herr Waldherr. Yep, fake pit. Oh, what the hell is Aloha? Miller is just randomly going fast. Oh, God. Oh, son of a bitch. Oh ja, überleben und es gibt plus Rating. Er hatte 52 oder 37 plus Rating. Okay, manchmal machen die es scheinbar mit Kalkül, einfach auch von der Strecke zu fahren. Ich habe kurz gedacht, das wäre wieder eine koordinierte Aktion, wo alle ihr Auto kaputt machen, aber nee. Hier machen sie es scheinbar alle mit Kalkül, von der Strecke zu fahren, um allen auszuweichen. Ich sag's, Überleben plus Rating 5K Incoming. Okay, easy. Also, das ist nur ein Gag. Für alle Leute, die jetzt denken, ja, mach doch, wenn das so leicht sein soll. Der Sky ist super schwer. Ja, ich weiß. Inside, you're clear. Oh, what outside. Oh, yeah, I sucked. Inside, you're clear. Oh, what happened? Würd sagen, er ist ein Ticken zu weit rausgekommen, aber nagelt mich nicht drauf fest. Inside, what happened? Clear, clear. Oh my god. Oh my god. Outside. Let's go, baby! Let's fucking go! You have no room, guy. Thanks for that. I go in, Paul. Nice. Währenddessen Black vor mir. Ich freue mich für ihn. Vielleicht sein erster Sieg. Ich freue mich. Sehr cool, Alter. Oh, der letzte Clip war nochmal schön. Ja, es ist schön. Nicht nur die Fails, nicht nur diese Close Calls, sondern auch mal diese puren Emotionen, die so raussprudeln aus einem. Das ist auch mal schön. Das ist geil. Das ist toll, das mal anzusehen. Ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video war auch für euch toll anzusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo, gerne auch mal demnächst live auschecken auf Twitch. Unter anderem heute, da gibt es zwei coole Events. Eins davon auf jeden Fall auf der Nordschleife, eins vielleicht auf der Nordschleife. Eins in Race Room, da sind wir gegen reale Racer unterwegs. Und eins in GT Sport, da sind wir auch gegen reale Racer unterwegs. Aus RCN, VLN, GLP, Kartsport und so weiter und so fort. Gerne einfach mal auschecken und Follow dalassen, auch dort. Und ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Originalvideo wie immer in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr nochmal ein, zwei Szenen nachchecken wollt. Und ansonsten bis zum nächsten React. Ich denke, das nächste wird jetzt nicht eine ganze Woche auf sich warten lassen, sondern einen Ticken früher kommen, weil ich ja jetzt ein bisschen länger kein React gemacht habe und noch ein bisschen was nachzuholen ist. Also, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Haut rein!